Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Es gibt einen Vers in der Bibel, der uns in diesen letzten Wochen ganz häufig begleitet hat, der uns durch diese Reihe Hashtag Jesus begleitet hat, und da heißt es: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Da sagt Jesus: Ich bin wie eine Quelle. Ich bin die Quelle, die dir den Durst im Leben stillt. Also diesen Lebensdurst, den wir alle haben, den werde ich stillen. Da geht es nicht nur um den körperlichen Durst. Auch das haben die Leute in Israel erlebt. Das ist ja eine Region, wo relativ viel Trockenheit ist, wo Wasser ein wertvolles Gut ist. Aber er sagt, es geht hier um mehr als das. Es geht hier um den Lebensdurst, den wir alle kennen. Das sind die Momente, wo du dich fragst, ist der Job der richtige? So, also man sitzt manchmal so da und denkt sich so mit Mitte 40, waren die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die richtigen? Das sind die Momente, wo man oft in eine Lebenskrise irgendwie auch reinfällt, wo man sich fragt, ist das richtig gewesen mit der Frau, mit den Kindern, mit dem Job? Gäbe es einen Weg, der erfüllender für mich ist? Und wisst ihr, woran das liegt? Weil der Lebensdurst nicht gestillt ist. Weil es Momente gibt, weil deine Sehnsüchte nicht gestillt sind. Weil du die Geduld nicht aufbringen kannst, weil dein Lebensdurst gestillt ist. Du hast manchmal die Geduld nicht, die du brauchst für deine Beziehung, in der Arbeit mit deinen Kindern. Du bist reizbarer, weil dir hier drinnen irgendwas fehlt. Vielleicht springt manch einer von Beziehung zu Beziehung und erhofft sich durch den Partner, dass das innen drinne irgendwie gestillt wird. Manch einer befriedigt seinen Durst nach mehr, indem er sich immer wieder technische Gimmicks kauft und sagt, okay, wieder was Neues, noch mehr hinein, noch mehr, damit ich hier irgendwas merke, irgendwas Neues ist dabei. Manch einer sehnt sich auch nach dieser Freiheit, weil da irgendwie wie so eine Last da drinne ist, weil da irgendwas ist, was einen so richtig runterdrückt, weil da vielleicht Dinge passiert sind im Leben, die wie so ein Schatten auf dir liegen und die gar nicht die diese Freude ermöglichen im Leben, dass da dieser Durst nach mehr so stark ist, dass du dich fragst, wo kriege ich das her? Und Jesus stellt sich dann ganz selbstbewusst hin und sagt so, ey, unseren Durst, also da nehme ich mich auch nicht aus, unseren Durst, das, was wir brauchen, da, wo wir mehr möchten, ich bin die Antwort. Ich habe die Antwort. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin der, zu dem ihr kommen könnt, wenn ihr trinken wollt. Ich bin der, bei dem das kein Ende gibt. Und das finde ich faszinierend. Wenn man sich den Kontext anguckt, in dem Jesus das gesagt hat, dann finden wir uns im Laubhüttenfest wieder. Das ist nicht Ostern. Und zum Laubhüttenfest musst du wissen, oder überhaupt musst du wissen, bevor Gott die Welt geschaffen hat, hatte er schon einen Plan. Da hatte er schon gewusst, dass Jesus irgendwann kommt, dass Ostern passiert. Und er hatte den Plan, dass Jesus irgendwann auf diese Welt kommt. Und er hat nach und nach seinem Volk so Feste geschenkt. Momente geschenkt, wo sie sich an Dinge erinnern können. An das, was er schon getan hat, aber auch an Dinge, die passieren werden, wo es prophetische Feste sind. Bei Ostern ist es auch so eine Kombination. Man hat auf der einen Seite, erinnern wir uns daran, dass Jesus gestorben ist für uns und dass er auferstanden ist. Gleichzeitig, neben der Erinnerung, ist es auch ein prophetisches Ding, dass wir auferstehen werden, dass die Christen irgendwann wieder auferstehen werden und in der Ewigkeit leben. Und das Laubhüttenfest, darüber sagen die jüdischen Theologen, das ist das Fest überhaupt. Also wenn du auf Partys gewesen bist und das Laubhüttenfest nicht kennst, dann hast du was verpasst, weil das Laubhüttenfest ist das Fest. Sie sagen richtig, das Fest, das ist das Fest, wo richtig, also wenn irgendwo gefeiert wurde, dann auf diesem Fest, über mehrere Tage ging das und die Leute, die sind durch die Straßen gezogen. Das ging damit los, oder das war einer der Punkte, dass der Priester, der Hohepriester, der ging an diese Quelle in Jerusalem, die hieß Siloa, das ist so ein Teich, und dort hat er geschöpft. Da hat er das Wasser genommen in so einem goldenen Becher und hat da drinnen geschöpft und gesagt, okay, Gott versorgt uns mit Wasser. Jerusalem in einem Ort, wo nicht viel los ist, wo eher Trockenheit ist, da ist das Wasser, da ist eine Quelle des Heils. Und dann sind sie durch die Straßen gezogen mit diesen Bechern und haben gefeiert und gesungen und getanzt, und die Kinder, die Familien, die waren dabei. Also es war ähnlich so ein bisschen wie heute Morgen. Also da kommen die Leute dazu und man freut sich, man singt. Ein Lied, was damals ganz häufig gesungen wurde, stammt aus dem Jesaja. Da heißt es, ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Das ist ein prophetischer Ausspruch. Da hat Gott den Leuten schon versprochen, ihr werdet irgendwann diese Quelle finden. Ihr werdet irgendwann diese Quelle finden, aus der ihr schöpfen könnt. Das feiert die jüdische Tradition über Jahrtausende, dass es irgendwann eine Quelle gibt, die da ist und die sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Wasser des Lebens, ich werde den Durst stillen. Die feiern seit Jahrtausenden über Generationen hinweg, dass der Messias kommt, dass Gott ihnen selber zeigen wird, wie ihr Durst gestillt wird. Und dann singen sie, der Priester zieht vorne weg, so die Fanfaren sind drumherum, die Band ist dabei am Spielen. Und dann kommen sie irgendwann am Tempel an.
und dort kippt der Priester dieses Wasser auf eine trockene Erde, auf den Boden, wo es einfach trocken ist, könnt ihr euch vorstellen, ist richtig trockenen Boden. Und er kippt es da drauf als Zeichen, dass Gott das, was trocken ist in dem Leben der Menschen, dass er es füllt. Als Versprechen, dass Gott das Trockene, was in dir ist, das Trockene, was in mir ist, das, was den Durst des Lebens ausmacht, dass er das füllt und dass er es bewässert. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott, der tot war, lebendig werden wird. Das haben die gefeiert, bevor Ostern passiert ist, bevor Jesus auf dieser Welt war. Finde ich faszinierend. Das ist ein Zeichen dafür. Auch als Zeichen, dass was Wertvolles, Wasser ist ein wertvolles Gut, dass das Wertvollste notwendig ist, um das Tote in uns lebendig zu machen. Finde ich faszinierend. Und dann kommen sie rein in den Tempel und sie sind am Altar. Und dort gibt es zwei Gefäße, zwei so Schalen, zwei Becher und der Priester, der kippt dann dort das Wasser hinein. Zum einen kippt er Wasser hinein auf den Altar und zum anderen ist Wein. Der Wein ist hier schon drin, riecht schon. Woanders habe ich gelesen, dass auch Blut besprengt wurde da drauf. Also, dass auf dem Altar Dinge zusammenkommen. Da gibt es diese zwei Gefäße mit dem Wasser und mit dem Wein als Zeichen des Segens, als Zeichen, dass Gott etwas versprochen hat, dass Gott etwas gibt, dass es weiterfließt zu den Menschen. Und da in diesem Moment, wenn der Höhepunkt des Festes ist, da ist diese Geschichte, da ist der Moment, wo Jesus aufsteht und genau diesen Satz sagt, wer Durst hat, der soll kommen. Die Leute sehen das, dass der Priester, der diese symbolischen Handlungen macht und dass Gott irgendwann dieses Wasser stillen wird. Und in diesem Moment steht Jesus auf und sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Und wer mir vertraut, der wird erleben, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Da heißt es weiter im Text, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. In dieser Situation, könnt ihr euch vorstellen, ist dieses passiert, dass Jesus sagt, das, was ihr hier feiert, das passiert gerade. Das, was ihr prophetisch feiert, das passiert jetzt gerade, das wird gerade Wirklichkeit. Das ist ein Bild dafür, was Gott wirklich vorhat. Das ist diese Quelle. Ich bin diese Quelle. Und dann haben wir uns in den letzten Wochen in dieser Jesus-Reihe ein paar verschiedene Wege angeschaut, um zu dieser Quelle zu kommen. Wege, so spirituelle Übungen, die Bibel uns präsentiert, von denen Jesus spricht, wie wir zu dieser Quelle kommen, wie wir das erleben, dass der Lebensdurst gestillt wird. Wenn du das nicht mitbekommen hast, alle Predigten, hör dir den Podcast nach. Wirklich, eine coole Reihe. Oder hol dir den Bibelleseplan bei YouVersion. Da kannst du tatsächlich nochmal reinlesen, die Dinge ausprobieren und diese Reise, diese lebensspendende Reise für dich erleben. Und da habe ich auch gemerkt, so in diesen Wochen, wenn man sich dann austauscht mit anderen, dass wir Christen manchmal komisch ticken. Ich weiß nicht, ob du Christen kennst. Wenn du nicht Christ bist, dann habe ich mal eine coole Aufgabe für dich. Geh mal in eine Gruppe von Christen und sag, ihr solltet mehr beten. Wenn du einen Christen irgendwie ein schlechtes Gewissen machen werden willst, dann sprich ihn mal auf sein Gebetsleben an. Oder, ja, wie ist es denn bei dir mit dem Bibellesen? Da geht der Blick nach unten. Ich nehme mich da nicht aus. Also man fühlt sich irgendwie ertappt. Das ist so, wie wenn du einen Vegetarier mit einem Schinkenbrötchen erwischt. Also das sind so Momente, dass du denkst, irgendwie, was ist mit euch Christen los? Was machen wir denn hier? Also Jesus stellt sich doch nicht hin und sagt, hier, ihr müsst erstmal, wenn ihr gute Christen sein wollt, ihr müsst erstmal morgens eine halbe Stunde früher aufstehen und 10 Kapitel Bibel lesen und das musst du erst alles tun. Das sagt Jesus doch nicht. Jesus tritt doch nicht vor die Leute und bringt ein neues Gebot. Wenn er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen, dann bringt er nicht ein neues Gebot, sondern ein Angebot. Er kommt nicht mit einem hohen Anspruch, sondern mit einem ganz hohen Zuspruch. Das ist nicht eine Verpflichtung, die wir erfüllen müssen, sondern das ist eine Verheißung, die wir in Anspruch nehmen können. Wer Durst hat, der soll kommen. Aber irgendwie haben wir als Christen diesen Zuspruch zu einem Angebot gemacht. Diese Verheißung zu einer Verpflichtung umgedreht, dass wir denken, wir müssen jetzt erstmal jeden Tag das und tun und das müssen wir erst tun und das müssen wir tun und dann werden wir vielleicht erleben, dass Gott uns irgendwie im Alltag auch berühren kann. Wenn wir diese Quelle, die Jesus anbietet, wenn wir die umdeklarieren als religiöse Pflichtübung, dass wir dahin müssen, dann haben wir keinen Bock mehr darauf. Weil wenn ich irgendwas tun muss, da habe ich keine Lust. Also sag deinen Kindern mal, du musst. Erstmal Rebellion. Ne? Also keiner will Dinge tun, nur um sie zu tun. Also so Zimmer aufräumen, Abwasch. Also wenn du vergisst, dass es dir was Gutes tut, dass du nicht immer neues Geschirr nachkaufen musst, ja, wenn du das vergisst, dann wird es dir auch schwerfallen, das zu tun. Eheabend ist vielleicht auch so eine Sache. Wenn du das nur als Pflichtprogrammerfüllung so siehst, so, dass du irgendwie den tun musst und freihalten musst, damit die Ehe irgendwie halbwegs jetzt noch laufen könnte. Wenn du vergisst, warum du das tust, diesen Eheabend, dann wirst du da keinen Bock drauf haben. Aber wenn du das siehst als Investition in deine Frau, in deine Partnerschaft, in deinen Mann, dann fällt es dir leichter, dich darauf einzustellen, diese Zeit aufzubringen.
Ich habe eine Statistik gefunden über uns Christen. Auch da nehme ich mich nicht aus. Die zeigt mir, dass wir als Christen es tatsächlich nicht verstanden haben. Dass wir an der Stelle wirklich was nicht verstanden haben. In dieser Versuchung, da heißt es, dass ein lebendiger, gläubiger Christ im Schnitt 3 Stunden mit Medien verbringt. Sozialen Medien, Social Media. 3 Stunden im Tag, im Schnitt. Das heißt, manche machen das viel, viel mehr und manche liegen deutlich drunter. Also das ist so dieses Instagram-Zeug und Pinterest und Facebook und WhatsApp und alles sowas. 3 Stunden am Tag im Schnitt investieren die Leute dort hinein. Aber 5 Minuten am Tag investieren sie in ihre Beziehung zu Gott. Das heißt auch da, manche liegen weit drüber und manche weit darunter, dass man sich auf Gott ausrichtet. Was bedeutet das? Wenn ich mir 3 Stunden am Tag von diesem Wasser, was die sozialen Medien mir anbieten, wenn ich davon trinke, was passiert denn da mit dir? Was ist denn das für eine Quelle, von der du trinkst? Erlebst du diese Früchte, also kannst du dich mal messen, was für Früchte du dort erlebst? Also kannst du dann besser schlafen, wenn du abends mal durchliest? Bist du gut gelaunt? Weißt du, der nächste Tag wird gut? Blickst du dankbar auf dein Leben? Kannst du sagen, ich bin wertvoll? Und ich meine, manche gehen auch nur auf Stay on Fire, das ist natürlich alles ganz anders. Aber kannst du sagen, dass es mir wirklich gut geht, wenn du da den ganzen Tag bei Facebook bist? Check mal, wie das nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde Social Media ist mit deinem Herzen. Ich denke dann oft so, ja, jetzt habe ich ganz viele tolle Menschen gesehen und Katzenbilder und Essensbilder und tolle Videos, was man für krasse Sachen da machen kann. Irgendwelche Horrornachrichten oder Panikmache und so. Irgendwelche Diskussionen, darf man dieses sagen? Ist das politisch korrekt? Darf man dieses und jenes? Was passiert denn da in meinem Herzen? Erlebe ich da Friede, Freude und Geduld? Erlebe ich, dass ich neuen Mut bekomme, dass ich ausgerüstet bin für die Dinge, die passieren? Oder bin ich danach eher aufgewühlt? Bin ich danach eher durcheinander? So Horrormeldung, Fußball und Busangriff und weiß ich was alles. Ja, Donald Trump und AfD und also, weißt du, Reichsbürgerdebatten und der Leitzins, alles schlimm und wir werden alle ganz dramatisch draufgehen oder so. Also das sind ja die Dinge, die dann losgehen. Und ich kenne Menschen, die sind tatsächlich, die wissen, es wird demnächst eine richtig große Revolte geben. Also davon sind die überzeugt. Sie haben eine Angst davor, dass wir in einer großen Krise kommen. Und sie nähren diese Gedanken immer mehr. Und dann siehst du natürlich auch nur noch die Dinge, die dieses bestätigen. Check mal, wie es bei dir im Herzen abgeht. Wir haben auf der Arbeit mal ein selbstmordgefährdetes Mädchen behandelt oder betreut und die war auch genauso, dass sie immer nur sich diese Bestätigung von diesem Negativen gesucht hat. Also die hat immer wieder Tagebücher gelesen von anderen Mädels, die sich selbst verletzt haben. Die hat immer wieder auf irgendwelchen Foren diskutiert, wie schlimm das Leben ist und wie dramatisch das ist. Das war die Quelle, von der sie getrunken hat. Und damit hat sie nicht Kraft bekommen, sondern es hat ihr noch mehr Kraft geraubt. Ein ehemaliger Vorgesetzter, der hat mal zu mir gesagt oder hat in so eine Runde gesagt, auch in Diskussion darüber, ob er jetzt Zeitung liest oder nicht und diese ganzen Sachen, er sagt, das ist mir doch egal, wie viel ich über die Krisen dieser Welt weiß. Ich muss wissen, wie es mit meinen Krisen aussieht, wie ich da drin stehen kann. Da habe ich genug zu tun. Also von daher, ich will das gar nicht so schlecht reden. Es gibt auch gute Dinge und das ist auch interessant und ne, Allgemeinbildung. Aber wenn du nicht weißt, wie du den Lebensdurst für dich stillen kannst, wenn du nicht weißt, was die Quelle ist, wo du diese Krisen bewältigst, dann hast du ein Problem, dann trinkst du vom falschen Wasser. Welche Quelle gibt dir Sicherheit? Wo bekommst du Kraft her? Von dem Wasser, das Facebook bietet? Frisches Wasser, sagt Jesus, bekommst du von mir. Jesus sagt, ich bin das frische Wasser. Und vielleicht bist du zum ersten Mal im Gottesdienst und denkst, frisches Wasser, Jesus, was ist denn das alles? Ist eine lange Reise, ich kenne das. Lade ich dich mal ein. Mach mal so ein Experiment darüber. Einfach sagen, okay, ich probiere das mal aus, ob da vielleicht was dran ist, dass ich was nehme. Vielleicht bist du als Christ manchmal in dieser Spirale drin, 5 Minuten beten, 3 Stunden Social Media. Lade ich dich mal ein, einfach vielleicht eine halbe Stunde am Tag von diesen 3 Stunden, eine halbe Stunde nur, umzuwidmen und sagen, okay, ich lese einen Bibelleseplan. Ich versuche, in meine Beziehung zu Jesus investieren. Ich versuche, dieses Experiment einzugehen, ob diese Quelle tatsächlich eine Quelle ist, die vertrauenswürdig ist. Ob da es einen Unterschied gibt. Und dann heißt es, wenn man diesen Lebensstil entwickelt, wenn man versucht, diesen Weg zu gehen, wenn man sagt, okay, ich sehe das nicht nur als Angebot und ich sehe das nicht nur als Gebot, als Menschengebot, sondern als Angebot von Gott und ich praktiziere das, ich versuche, so einen Lebensstil zu entwickeln, dann gibt es eine coole Verheißung, gibt viele Verheißungen in der Bibel und eine, da heißt es in Jesaja 58, immer werde ich euch führen. Also wenn du so einen Lebensstil entwickelst, der dieses Gebot Gottes nicht als der dieses Gebot nicht sieht, sondern ein Angebot. Der sagt, okay, ich will das umsetzen. Ich werde euch immer führen, sagt Gott. Wenn du das lebst, wenn du an der Quelle bist, ich werde euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Es wird Wüstenzeiten geben.
Es wird diese Momente geben. Ich gebe euch Kraft und Gesundheit. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das heißt, wenn du an der Quelle angedockt bist, ist es ein Versprechen darin, dass du auch in der Wüstenzeit wie ein gut bewässerter Garten leben kannst. Wie eine Quelle, die nie versiegt. Und ich dachte, das will ich erleben. Und ich habe ein Bild von einer Kaffeemaschine mal mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Manche kennen solche Geräte und wenn du ein bisschen Ahnung hast, dann weißt du, so ein Gerät, das muss man regelmäßig sauber machen. Da gibt es dann immer so einen Punkt, da leuchtet es dann bei mir auch auf, ein Kalken oder Reinigungsprogramm und man kann weiter Kaffee ziehen, das ist alles gut, das mache ich auch nicht immer gleich, weil ich habe ja nicht immer Zeit, aber nicht dafür. Aber dann merke ich aber, es wird immer ein bisschen weniger in der Tasse. Am Anfang ist die noch schön voll und dann kennt ihr das, dann irgendwann kommt weniger und weniger raus und dann ist es, also wenn es dann halb voll ist, nur noch die Tasse, dann denke ich, jetzt sollte ich mal. Aber merkt ihr, das ist für mich ein Bild wie mit meinem Leben. Wir kennen die Quelle, wir haben den Zugang zu Gott, wir wissen, wie das ist. Und wir wissen auch eigentlich, wie man für eine freie Leitung sorgt. Aber man nimmt sich die Zeit oft nicht, weil Social Media ist jetzt dran. Und ja, so ein bisschen 5 Minuten. Spült ja jedes Mal nochmal durch. Und dann kommt aber immer weniger raus. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass ich manchmal mich frage, warum kommt dann immer weniger raus? Es liegt daran, dass ich die Blockaden in meinem Leben nicht weglöse. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Blockaden kennst. Ich glaube, es gibt ein paar, die stehen uns alle im Weg. Dass wir diesen Ausspruch von Jesus, dass er das lebendige Wasser ist, dass wir dieses tatsächlich erleben. Ich glaube, da gibt es ein paar Blockaden und die wir einfach wegkriegen, indem wir das Entkalkungsprogramm Gottes einfach anwenden. Die erste Blockade ist die Blockade der Religiosität. Das habe ich schon mal ausgeführt. Das sind diese Punkte, ich muss etwas tun. Ich verwandle ein Angebot Gottes in ein Gebot Gottes. Ich verwandle eine Zusage, ein Versprechen in eine Verpflichtung. Ja, ich muss jetzt Bibel lesen, ich muss jetzt beten, damit ich endlich mal was von Gott höre. Wenn du das umwandelst und denkst, ich muss etwas tun, du musst etwas tun, du musst dir etwas verdienen, du musst erst was leisten, bevor du etwas bekommst, das ist dieses religiöse Blockadending, was wir manchmal machen. Ich müsste etwas leisten. Diese Haltung wird dich blockieren. Die zweite Blockade ist die Blockade des Unverständnisses, dass wir alles erklärt bekommen wollen, dass wir erst alles wissen müssen. Ich mag das mit dem Wissen, ich mag das, was zu erklären, ich verstehe gerne neue Dinge. Aber auch am Anfang, als ich mich mit Gott auf die Reise begeben habe, da ich so viele Fragen habe, dachte ich, ich will die erst beantwortet bekommen, bevor ich mich dafür entscheide. Und das war für mich tatsächlich eine Blockade, weil ich so viele Fragen im Kopf hatte, so viele Fragen, dass ich gar keinen Platz mehr hatte für irgendwelche Antworten. Vielleicht ist es dran, manche Fragen erstmal beiseite zu tun, um Antworten für andere Dinge zu bekommen. Die dritte Blockade ist die Blockade der Vergangenheit. Was meine ich damit? Das kann sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dich blockieren, die irgendwie zurückliegen, die vielleicht manche Verletzungen mit sich bringen, mitgebracht haben, wo das Leben einfach unfair war, wo die Dinge angetan wurden, wo du dich fragst, Gott, warum? Die Frage des Leids spielt hier eine große Rolle. Dass die Vergangenheit tatsächlich wie so eine Blockade ist, die es einfach verhindert, dass das Wasser zu dir fließt. Vielleicht sind es auch Dinge, die du selbst getan hast, die ich selber tue und die ich nicht loslassen kann, die ich mir selber nicht vergeben kann, weil ich denke, das ist so schlimm. Und Gott hat auch kein Recht, mir das zu vergeben. Weil das ist so schlimm. Gott kann mir das nicht vergeben. Das ist meine Lieblingssünde, die trage ich schon 18 Jahre mit mir umher. Ich weiß es nicht. Aber es gibt Dinge, die so eine Blockaden auslösen. Und diese Blockaden, die sorgen dafür, dass das Wasser uns verloren geht. Jesus spricht davon, ich bin die Quelle. Es soll fließen. Aber es gibt diese Blockaden. Und er verspricht, wenn du dich auf ihn einlässt, dann wird das Wasser fließen. Diese Blockaden, diese graben dir das Wasser ab. Die sorgen dafür, dass immer weniger ankommt. Die sorgen für die Trockenheit in deinem Leben. Und die Bibel, die sagt sogar, das Ergebnis von diesen ganzen Blockaden ist der Tod. Das Ergebnis von diesen ganzen Blockaden, die das Wasser dir nach und nach abgraben, ist der Tod. Aber Gott hat dieses göttliche Reinigungsprogramm, dieses Entkalkungsprogramm und das ist dieser Tausch am Kreuz. Dieser Tausch am Kreuz, wir nennen das oft Vergebung. Das ist, dass wir Dinge ans Kreuz bringen und Vergebung uns abholen. Dass er uns reinigt, dass er diese Blockaden löst, dass er den Kalk aus unserem Leben, aus unserem geistlichen Leben rauswäscht. Das ist eigentlich der Tausch am Kreuz. Du gibst das, was den Tod bringt, ans Kreuz und bekommst etwas, was Leben bringt. Das, was den Tod bringt, das gehört ans Kreuz. Das, was für Trockenheit sorgt, das für den Tod, das gehört ans Kreuz. Weil der am Kreuz hing, er bringt das Leben. Bring das, was dir die Quelle blockiert, ans Kreuz und dann erhältst du dort einen Zugang zum Leben. Diese zwei Schalen beim Laubhüttenfest. Das Wasser und der Wein, mit dem gefeiert wurde, das wurde über Generationen gefeiert als Zeichen, dass der Messias kommen wird.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das Blut auch da auf diesen Altar gespritzt wurde von Opfertieren. Auch als Zeichen, es wird irgendwann ein perfektes Opfer kommen, das die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Das wird seit Ewigkeiten gefeiert, bevor Jesus gekommen ist. Und es wird auch weiter gefeiert, nach Ostern. Wir feiern das bis heute, dass Jesus gekommen ist, dass er als perfekter Opfer ans Kreuz gegangen ist, dass er unsere Schuld getragen hat und dass er auferstanden ist. Neben diesem Wein gab es auch das Wasser. Das Wasser auch als Zeichen für den Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist, der dafür sorgt, dass du wirklich in Veränderung leben kannst. Weil die Vergebung an sich ist das eine. Wenn ich meine Sachen immer wieder ans Kreuz bringe, das ist das eine. Aber ich bin dadurch noch nicht verändert. Ich bin frei, die Schuld ist weg. Aber mein Leben sieht morgen vielleicht genauso aus. Ich werde wieder sündigen, ich werde wieder Dinge tun. Diese Veränderung, die bewirkt erst der Heilige Geist. Von daher, wenn du Abendmahl feierst, wenn du diesen Moment erlebst, diesen Tausch am Kreuz, dann nimm den Heiligen Geist mit, lad den Heiligen Geist ein, dein Leben wirklich neu zu gestalten. Und wir werden jedem gleich die Chance geben, diesen Tausch am Kreuz zu erleben. Dass du die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, dass du sie ans Kreuz bringst. Du weißt am ehesten, was das sein kann, was zwischen dir und Gott steht. Und deshalb findest du gleich so Zettel. Wir geben gleich Zettel durch die Reihen, auf denen du Dinge notieren kannst, wo du sagst, okay, das fällt mir gerade schon ein. Das sind so wie Blockaden, das sind so Dinge, ihr könnt die Zettel verteilen. Dass da Dinge sind, die irgendwie zwischen mir und Gott sind und die eigentlich den Tod bedeuten, die eigentlich weiterführen. Schreib das auf den Zettel. Und dann nimm den Zettel und kneif ihn zusammen und pin das hier ran. Ich zeige euch mal, wir haben hier so ein Pin-Gerät. Aber das ist die Einladung, dass wir ans Kreuz gehen, dass wir Dinge aufschreiben, dass wir Dinge wirklich, also manchmal hilft das, Dinge zu besehen. Ich bin manchmal nicht so der optische Typ, so symbolische Typ, aber das ist eine Hilfe. Und das dann hier, man muss es richtig auflehnen, sonst packt es hier, hält das glaube ich nicht so gut. Aber dann bleibt es dort hängen. Und dann nehme ich das auch nicht mit. Das, was ich mitnehme, ist das Abendmahl. Das, was ich mitnehme, ist die Vergebung. Das, was ich mitnehme, ist den Heiligen Geist. Das ist die Einladung, die steht. Bring das ans Kreuz, was den Tod bringt. Und nimm vom Kreuz das, was Leben bringt. Wir werden das nachher schreddern. Das sage ich später noch was. Aber das ist mein tiefster Wunsch, dass wir das erleben. Dass wir das erleben, was Jesus uns versprochen hat, dass dieses Wasser für uns ist. Und ich suche gerade noch einen Bibelvers. Hier ist er. Wo Gott nämlich sagt, ich habe diesen Schuldschein, das, was du ans Kreuz heftest, ich habe diesen Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Erinnert euch an den Strafzettel von Andi. Gott hat den für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt, damit wir auf ewig leben können. Er hat ihn auf ewig vernichtet. Das sind Auswirkungen. Und ich würde gerne, dass wir diese Auswirkungen erleben. Das ist mein Wunsch. Das ist der Wunsch dieser Reihe, dass wir das nicht als fromme Theorie im Kopf abspeichern. Jesus hat uns Leben versprochen. Ja, Jesus gibt uns Segen. Das sind so Worte, die muss man ja untermauern. Und ich fand es cool, in dieser Woche hatten wir diese Detektivtage und wir haben die Kinder gefragt, wie es dann ist mit Gott. Man sieht Gott ja nicht. Man sieht Gott ja nicht, aber wie ist es eigentlich? Hat man eine Auswirkung? Kann man Auswirkungen sehen? Was denkt ihr denn? Und da kamen konkrete Antworten. Das war nicht Schuldvergebung, das war nicht, ich bin jetzt befreit, ich bin bekehrt oder irgendwas, sondern das waren konkrete Dinge, wo sie erlebt haben, dass Gott da ist, dass es Beweise für sie sind. Gott hat in ihrem Leben irgendwie Wasser geschenkt. Das fand ich cool und da sind wir den Kindern ein bisschen hinterher. Wir müssen diese Dinge erleben, dass wir wirklich Freiheit erleben, dass wir wirklich Schuldvergebung erleben und erleben, wie wir frei sind, wie wir Mut bekommen, wie wir am frischen Wasser trinken. Und das ist die Einladung, die steht, was zu notieren, diesen Tausch am Kreuz gleich zu vollführen. Wenn dir nichts einfällt, sei einfach dankbar. Ist doch in Ordnung. Wenn du erstmal ein bisschen Beobachter bist und sagst, guck mir das jetzt mal an, habe ich großen Respekt, dass du hier keine Show abziehst. Du musst hier nicht nach vorne kommen, ich prügel da niemanden hin. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich so ein bisschen aus der Distanz heraus mich irgendwann Gott genähert habe. Finde ich völlig in Ordnung, bleib ganz locker. Wichtig ist, dass du erlebst, dass Ostern nicht eine Theorie ist, dass Ostern nicht ein theoretisches Konstrukt ist, ein Fest, was man halt so feiert, sondern dass es ein Angebot ist, eine Einladung ist, wirklich Leben zu bekommen und aufzutanken. Und dafür möchte ich gerne beten. Jesus, ich habe so viel geredet. Ich möchte dich bitten, dass du redest. Wir können so viele Worte machen und versuchen zu beschreiben, wie das ist, vom Wasser des Lebens zu trinken, aber wenn wir das nicht probieren, dann ist es halt nur eine Theorie. So wie beim Trampolin, ne? Man springt immer und will irgendwie hüpfen und so und versuchen den Leuten das zu beschreiben, aber solange du es nicht selbst ausprobierst, wirst du es nicht erleben. Und Jesus, deshalb lade ich dich ein, in mein Herz,
in unsere Herzen, Dinge zu reinigen, Dinge aufzudecken, die dazwischen stehen, die immer wieder dafür sorgen, dass wir den Durst des Lebens nicht gestillt bekommen, wo wir uns das Wasser abgraben. Und ich bitte dich, dass wir den Mut aufbringen, diese Dinge ans Kreuz zu bringen. Ich weiß, da gehört Mut zu. Und das ist manchmal nicht einfach, aber ich bitte dich, dass wir das hier vorne bei dir abladen können. Und ich bitte dich, dass wir als veränderte Menschen hier vom Kreuz weggehen, dass wir das Abendmahl feiern, als Erinnerung an dein Sterben, dass dein Blut geflossen ist, dafür haben wir den Wein, dass dein Leib gebrochen ist, dafür haben wir das Brot, dass wir das erleben, dass es Auswirkungen hat heute, 2017. Ich bitte dich, dass du an unseren Herzen weiterarbeitest und dass wir als erfüllte Menschen gehen und dass wir das erleben, dass es nicht eine fromme Theorie ist, sondern eine Erfahrung, die wir täglich machen können. Amen.